Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihre automatische Pfannkuchenmaschine erhalten. In diesem kurzen Film werden wir Ihnen erklären, wie Sie das Gerät installieren und einrichten können. Innerhalb weniger Minuten werden Sie den Genuss von frischen zubereiteten Pfannkuchen kommen, die Sie selbst nach Größe und Farbe Ihrer Wahl gestalten können. Das Gerät ist aus lebensmittelgeeignetem Edelstahl gemacht. Es ist einfach zu bedienen, man kann es ohne weiteres anfassen, da es nicht überhitzt. Es erfordert auch eine geringe Reinigung und Pflege und es kann mit einem kleinen Endbenutzertraining sofort verwendet werden. Dieses Video bezieht sich auf die Installation des Gerätes. Weitere Informationen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung oder durch das Anschauen der Lehr-DVD. Beides ist im Paket enthalten. Bitte nehmen Sie sich Zeit, lesen Sie die Anleitung genau durch und sehen Sie sich auch die 8-minütige DVD an. Im Inneren des Paketes finden Sie die Pfannkuchenmaschine, die Bedienungsanleitung mit detaillierten Anweisungen, wie Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, die 8-minütige Lehr-DVD, die faltbaren Klammern zum Benutzen der Menüoption Wenden, die Edelstahl-Wasserflasche, die die genaue Menge an Wasser für die Mischung wiedergibt und die A3-Kurzanleitung. Zusätzlich finden Sie einen Frontaufkleber, eine Mischungsvorbereitungs- oder einen Bedienungsanleitungsaufkleber und eine komplette Anleitung, wie man diese auf der Rückseite anbringt. Wenn Ihr Gerät in einem Selbstbedienungshotel eingesetzt wird, erhalten Sie eine Tastaturabdeckung. Diese wird dann an dem Gerät befestigt. Die Tastaturabdeckung dient zur Abdeckung der Systemsteuerung und zur Vereinfachung der Bedienung des Gerätes für die Hotelgäste. Die Tastaturabdeckung klickt man auf das Gerät, indem man es an der Unterseite des Bedienfeldes ausrichtet, zu finden auf der Vorderseite der Maschine. Anschließend wird es an der Gegenseite eingerastet. Es ist auch wichtig zu beachten, dass wenn Ihr Gerät in eine Selbstbedienungsumgebung eingesetzt wird, die Abdeckplatte nicht mitgeliefert wird. Falls erwünscht, können Sie die Tastaturabdeckung bei Ihrem Händler vor Ort als Zubehör kaufen. Sobald Ihr Gerät auf die entsprechende Arbeitsoberfläche installiert ist, sollten Sie, bevor Sie das Gerät einschalten, die folgenden Bereiche überprüfen. Dass das Gerät eben ist, dass die Teflon-beschichteten Bänder korrekt eingesetzt sind und dass die Rollen sich frei und ohne Widerstand drehen, dass die beiden weißen Gegenrollen sich auf der rechten Seite des Gerätes befinden und dass sie in deren Einsatzposition stecken, dass die Krümelschublade einschließlich der schwarzen Silikonwischer bündig oben auf dem Schaltkasten sitzt und in der richtigen Position liegt, dass die Edelstahlprallplatte in ihrer festen Position verriegelt ist, dass der Spritzschutz, der sich unter dem Deckel im Inneren der Beutelkammer befindet, vorhanden und an seinem Platz ist und zum Schluss, dass beide Lüfterfilter vorhanden und fest an ihrem Platz gepresst wurden. Sobald alles überprüft und alles vorhanden ist, drücken Sie einfach die On-Taste. Nun sind Sie bereit, um loszulegen.